Nun, liebe Kinder, gebt fein Acht. Ich habe euch etwas mitgebracht. Wir werden hier alles gut wieder heute. Potsdamer. Wie viele haben Sie wirklich? Echtes Interesse? Ja, sonst würde ich hier nicht stehen. Scheint halt nicht. Ich habe keinen, wirklich, es macht keinen Sinn. Ich verstehe zwar nicht, warum die so aggressiv auf mich reagieren, aber es ist okay. Okay, aber wenn Sie doch versuchen, andere Menschen zu überzeugen, glauben Sie, dass Sie mit Ihrer Art und Weise, wie Sie das jetzt gerade gemacht haben, andere Menschen... Bitte, das ist, Sie wollen kein offenes Gespräch. Sondern? Das kann jeder Ihrer Hörer auch, das sage ich da gerade, das ist eine reine Provokation. Eine Provokation? Ja, natürlich. So empfinden Sie das? Okay. Wirklich, vielen Dank fürs Gespräch. Ja. Tschüss. Alles klar, vielen Dank. Westhendrix-Faschokanal nochmal. Wie bitte? Westhendrix-Faschokanal nochmal. Faschokanal? Ey, nicht anfassen. Ey, ey! Nein, Sie dürfen gar... So, rufen... Das ist... Zeig mir den Ausweis. Ich zeig Ihnen gar nichts. Natürlich. Sie werden hier übergriffig. Hey, Sie werden... Ja, das darf ich. Rufen Sie die Polizei. Dann zeig Ihnen. Rufen Sie die Polizei. Ich muss mich Ihnen gegenüber nicht legitimieren. Du hast doch vorhin auch gezeigt. Ja, jetzt aber nicht mehr. Wenn Sie hier schon anfassen, gehen Sie weg. Ja, ich will den Ausweis sehen. Ey, gehen Sie weg. Nö, freue ich nicht. Zeig mir den Ausweis. Sie werden hier übergriffig. Jetzt zeig mir deinen Sie Ausweis. Sie werden hier übergriffig. Zeig mir deinen Ausweis. Den brauche ich Ihnen nicht zeigen. Doch. Nur der Polizei weil muss ich. Du uns die ganze Zeit fehlst. Das darf ich. Ja, aber das, wie heißt dein Drecksfaschokanal? Drecksfaschokanal? Ja, wie heißt Sie beleidigen mich. Wie heißt die Polizei? Ja, mach.